Gav? Gav! Wehe, du sagst noch mehr, Akasische. Oh, was? Hä? Oh! Hi! Was zur Hölle willst du hier, Odin? Du gehst nach Stonhyr? Gut. Mein Herr wird dich dort erwarten. Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Was hast du getan? Wünscht der Leib den Weg zu öffnen, muss er nur darum bitten. Dann werde ich dafür sorgen, dass er den Vorstellungen meines Herrn gerecht wird. Scheiße! Nein! Du, Clive, würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Oh. Oh, ich werde nicht mehr. Das versuchen wir also am besten nicht. Also zur Audienz mit dem König. Wenn er unbedingt will, dass ich darum bitte, dann werde ich genau das tun. Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Ist gut. Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Alter Schwede. Toll, Odin. Ah. Wie nett. Naja. Ah, das ist nur der kleine Bereich, okay. Aber hier gibt's auch nichts mehr, ne? Hier Na. Ist niemand mehr, Clive. Na gut, dann lass uns woanders suchen. Ich suche ja auch niemanden, ich suche nur Materialien, die ich gefunden habe. Dachte, wir hätten alle erledigt. Ja, ich auch.
Alle erledigt. Ja, ja, wir, ne? Hm. Ah, mal gucken. Hallo? Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst. Wer? Mein Herr, ich danke euch. Ada, auch wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther, bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand, allein. Und als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Arke ist nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Sie sind alle fort. Nach Osten, zum Turm. Draumur, die Ältesten, der Heiler, der Schmied. Mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Du meinst, es ist ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König. Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich...
Das Wandbild. Es ist intakt. Ultima und sein Leib Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Doch... wo ist der Phönix? Begründer. Oh nein. Das willst du also, nicht wahr, Ultima? Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, wehe, du beißt ins Gras. Ich hab nämlich keine Lust, der nächste Sith zu werden. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her. Ja, unser Hündchen nehmen wir mit. Okay. Begib dich nach Drau... was? Nach Draumur? Okay, wo? Wo ist denn der? Ist da unten. Die Bewohner werden sicher von Barnabas angezogen. Wenn sie am Turm sind, ist er es auch. Mein Ziel steht fest. Barnabas. Oh ja, der Kämpfe gegen Barnabas lief mir auch immer so gut. Wir haben ja immer so oft eigentlich haben wir immer verloren. Stimmt. Yep. Ich bin gleich wieder da. Ich mach mal ganz kurz das Fenster auf. So, bin wir da? Wir da. So. Schritte in der Asche. Wie die Traumuhr. Okay, bin richtig, ne? Ja. Harfkar. Okay, Harfkar. Der toll an. Alles schon tot hier. Und hier gibt es auch Taranteln. Stirb mal. Schön für euch in die Fresse, so. 40, naja.
Okay, ist ja nicht mehr weit. Okay. Mensch, diese Fliegeviecher, ne? Ich bin da ja. Oh. Keine Fehler. Schlage. Das Viech. Allein keine Fehler. Alter, ein Bill mal, ja. Du hast einen Sniper-Schuss, du hast Bälle. Das ist eigentlich nicht so Arschloch. Schießen kannst du auch nicht. Beißen kannst du auch nicht, ja. Beißen kannst du, aber ich kann dich beißen. Du bist einfach nur eine nervige Plage. Du machst deinen Namen einfach alle Ehre. Ui, was ist das? Was ist das? Okay. Nice. Oh, nochmal ziehen wir uns her. Wie magst du die Bälle, ja? Sind ja mal richtig cool, ne, mit deinem Bällchen da, ne? Ja. Oh, Junge, flipp doch einfach mal. Ja, endlich. Oh Gott, das ist schon was, eine Einladung. Alter. Oh. Na gut, jetzt sind wir im Traum hier. Traumuhr. Okay, schön. Am Ende des Himmels, ja, das ist doch ein schöner Obelisk. Und was Positives. Auf geht's, Großer. Auf ins große Finale. Thank you.
Okay, wir haben's. Traumuhr. Königreich von Valut. Nicht mehr lange, Barnabas. Wachsam, Torgal. Der letzte König. Der Turm. Er lebt. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, dass ich hier beim nächsten Mal weitermache. Denn ich danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat diese Session hier wieder Spaß gemacht. Ich mache beim nächsten Mal weiter. Und dann sehen wir uns schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht es weiter beim wunderschönen, lieben, netten König. Ich bin gespannt, was da geht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Bis nächste Folge. Ciao.